Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Heute werde ich das achte Mal channeln. Auch hierfür habe ich die Erlaubnis und Genehmigung von dem Kunden erhalten, dass ich dieses in YouTube veröffentlichen darf. Heute werde ich ein Channeling abhalten, wo eine Kundin um meine Hilfe bat. Diese Frau kam in einer großen Verzweiflung zu mir. Warum sie so verzweifelt war? Es geht um ihre Ehe. Sie fragt mich, was ich sehen könne, wenn ich die Engel darüber befrage, wie alles weitergehen soll. So, dazu werde ich mich jetzt verbinden und vertiefen, um den Kontakt mit der geistigen Welt aufnehmen zu können. Ich rufe dazu den mächtigen Engel, der mir die Antworten geben wird und auch, dass ich sehen kann, wie es in ihrer Ehe weitergeht. Bestellt ist, mit ihren Konflikten in dieser Ehe und wie alles weitergeht. Ich sehe, wie die beiden in großer Liebe geheiratet hatten. Ich sehe diese wundervolle Liebe. Beide sind sehr, sehr glücklich. Dieses Glück wird noch gekrönt mit der Geburt einer Tochter. Dieses kleine Wesen ist der Sonnenschein für die Eltern. Das kleine Mädchen ist ein kleiner Engel. Und ich sehe, dass dieses kleine Mädchen einen wundervollen Kontakt zu den Engeln hat. Ich sehe, dass sie ständig die Engel um sich hat. Und dass das Mädchen, trotzdem es noch nicht sprechen kann, sich mit den Engeln unterhält und dabei selig lächelt. Es ist so ein schönes Bild, was ich hier sehe. Doch nun bekomme ich Bilder, wo dunkle Wolken sich zusammenziehen. Ich gehe tiefer in die Situation. Der Ehemann verhält sich zu seiner Frau merkwürdig. Er zieht sich von ihr zurück, ist unehrlich. Und sie spürt eine Unruhe in sich.
Nun erkenne ich den Grund. Eine andere Frau. Diese Frau kennt er aus dem Betrieb. Diese Frau will ihn unbedingt haben. Sie macht ihm schöne Augen und verdreht ihm den Kopf. Sie bezirzt ihn mit weiblicher Raffinesse. Und ich sehe den Sex. Doch nun kommt das Schlimme. Ohne seiner Frau etwas zu sagen, verlässt er sie. Einfach so. Er geht einfach. Er verlässt seine Frau und seinen kleinen Sonnenschein. Das Drama ist da. Denn er verlässt seine Familie einen Tag vor Weihnachten. Dieses kann seine Frau nicht verkraften. Sie bricht zusammen. Ich sehe die vielen Tränen, auch bei der kleinen Tochter. Und ich sehe, wie ihr von der geistigen Welt ein Weg gezeigt wird, was die Frau tun soll, um Hilfe zu bekommen. Sie fand den Weg zu Deria, zu mir. Nun will ich die Antwort wissen. Die Antwort von dem mächtigen Engel, ob die Familie wieder zusammenkommt. Die Antwort lautet: Der Ehemann wird mit einem Mal erkennen, dass die Geliebte ein falsches Spiel mit ihm treibt. Er bekommt einen fahlen Geschmack. Er ekelt sich und er schämt sich. Ihm fehlt sein kleiner Sonnenschein. Er will zur Familie zurück. Er will die Familie wieder haben. Doch die Angst lähmt ihn. Er erkennt, was er seiner Frau angetan hat. Und ist der Meinung, sie will ihn nicht mehr zurückhaben. Er hat nicht den Mut, zu ihr zu gehen. Aber da sehe ich, wie die Engel ihn bearbeiten und er einfach zu seiner Frau gehen wird. Er wird sie fragen, ob sie ihn noch will. Ich sehe ihn weinen. Er bereut und bittet um Verzeihung. Es folgen viele, viele tiefe Gespräche. Und sie finden wieder zusammen. Seine Frau wird noch heimliche Zweifel und Ängste haben, bis das Vertrauen wieder ganz da ist. Aber es wird ihr gelingen, dass sie wieder das Vertrauen zu ihm haben wird. Doch das Allerschönste ist, was ich sehe, dass der Ehemann seine Frau noch tiefer lieben wird, als wie er es am Anfang tat.
Ja, meine Lieben, hier kann ich nur sagen, ja, es gibt immer wieder Wunder. Hier habe ich eine Freude in meinem Herzen. Ich konnte mit meiner Gabe und meiner Berufung helfen. Das macht mich glücklich. Zum Abschluss habe ich der Kundin noch mit auf den Weg gegeben, falls du manchmal doch noch Ängste und Zweifel bekommen solltest, ob dein Mann dir treu ist, dann höre dir dieses Video, diese Botschaft, diese Channeling-Botschaft noch einmal an. Dann wirst du wieder daran glauben, dass dein Mann nur dich liebt, bis ans Ende eurer Tage. Glaube daran. Ja, ich werde wieder für euch channeln. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine wunderbare Zeit. Eure Diria.